leisten, nur hier rum. Ich habe einen Gast massiert. Auf seinem Zimmer. Männlich oder weiblich? Was wird das jetzt? Die spanische Inquisition? Ich habe ja nur gefragt. Und weil du das auf so nette Art und Weise getan hast, sage ich es dir auch. Sie ist weiblich. Hat Spaß gemacht? Die Dame ist ziemlich cool. Wie schön für dich. Ich hoffe, du bist nicht so hart rangegangen. Um Himmels Willen, nein. Bei der muss man ganz vorsichtig sein. Scheint eine ganz zarte zu sein. Ja, ich will ja doch nicht alle Knochen brechen. Wie rücksichtsvoll. Frau Müller ist über 70 und hat Osteoporose. Aber nachdem wir das jetzt geklärt haben, was schleichst du denn hier so rum? Ich hab dich gesucht, wir müssen mal reden. Aber nicht hier. Es ist offen. Ach, hier steckst du. Wie war es im Krankenhaus? Gut, großartig. Victoria macht das ganz fantastisch. Sie ist unglaublich tapfer. Wir haben sogar schon darüber gesprochen, wie wir ihren nächsten Geburtstag feiern. Simon, du musst mir nichts vormachen. Es ist wunderbar, wenn du ihr gegenüber Hoffnung und Zuversicht demonstrierst, aber vor mir musst du das nicht. Hey, du darfst ruhig traurig sein. Oder verzweifelt, das ist völlig in Ordnung. Ach, Victoria ist die, die das aushalten muss. Ich kann jetzt nicht anfangen, rumzujammern. Eine schwere Krankheit ist nicht nur für den Patienten belastend, sondern auch für die Menschen, die um ihn herum sind. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß einfach nicht, ob ich die Kraft habe, das mit dir durchzustehen. Ich sag dir ganz ehrlich, die hast du. Ganz sicher. Weißt du, ich sitze da und rede über die Heilung, die Zukunft, wie das ist, wenn sie wieder gesund ist. Und wie reagiert sie darauf? Sie will das überhaupt nicht hören. Ihre Probleme sind eher im Hier und Jetzt. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich ihr sonst sagen soll. Das ist auch nicht einfach. Aber ich weiß, dass du das schaffst. Victoria könnte sich niemand Besseren wünschen als dich. So, jetzt sind wir allein. Worüber musst du denn mit mir reden? Über uns. Hey, hier spielt die Musik. Ja, ich höre dir zu. Es ist aus. Endgültig. Das war's schon? Ja. Sonst gibt's nichts Neues. Da hast du schon Schluss gemacht, wegen der blöden Geschichte mit Sonja. Na, dann ist ja sehr fein, dann ist ja alles klar. Glasklar. Hey, ich meine das wirklich ernst. Und ich erst. Mensch, da soll sich mal einer auskennen. Was machst du da? Ich schaue mir gerade den Vertragsentwurf an. Ist heute aus München gekommen. Wegen der Dirndl? Irgendwie bin ich nicht zur Geschäftsfrau geboren. Ja, frag doch mal Marie, die kennt sich mit sowas aus. Stimmt, das könnte ich machen. Falls sie jemals wiederkommt, überhaupt. Hoffentlich ist ja nichts passiert, Mann. Quatsch. Mach dir keine Sorgen, sie ist noch im Fürstenhof. Jetzt noch? Ja, sie hat da, glaube ich, so eine Besprechung mit dem Restaurantteam, weil eine japanische Reisegruppe kommt oder so ähnlich. Was denn für eine japanische Reisegruppe? Davon weiß ich gar nichts.
Ist doch auch egal. Du, weißt du was? Marie hat sich total über deine Kette gefreut. Jetzt echt? Mhm. Das war schön. Du hast genau ihren Geschmack getroffen. Ja, zum Glück. War mir nicht ganz sicher, ich hatte noch so eine andere Kette. Weißt du, du triffst auch sonst ihren Geschmack. Also ich meine, du, so wie du bist. Könntest du das vielleicht ein bisschen näher erläutern? Ich bin Mann, ich verstehe sowas nicht auf Anhieb. Also, ich will euch ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, deine Chancen stehen nicht schlecht. Du meinst, ich habe mir schon Sorgen wegen deinem Herrn Steindle gemacht. Das ist nicht mein Herr Steindle. Stimmt. Warum hast du es denn so eilig? Komm. Wenn jetzt hier jemand reinkommt. Danke, dass du mir nicht böse bist. Wieso sollte ich dir denn böse sein? Weil du mit mir geschlafen hast. Hey, du hast auch mit mir geschlafen, ja? Nein. Weil ich dir unterstellt habe, dass du was mit Xaver am Laufen hast. Das war idiotisch. Dafür bist du gar nicht der Typ. Ich muss mal los. Wo bist du denn hin? Hause. Ich dachte, wir machen uns einen schönen, gemütlichen Abend. Wie lange willst du das Spielchen noch durchziehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, komm schon. Es ist einiges schiefgelaufen in letzter Zeit, ja, Felix, aber das ist bitte, doch ich bin schrecklich müde. Du hörst mir jetzt mal zu. Bitte. Meinst du nicht, wir können uns wie ganz normale erwachsene Menschen benehmen? Und wie benehmen sich erwachsene Menschen deiner Meinung nach? Die besprechen ihr Problem und finden dann eine Lösung dafür. Klingt gut. Vielleicht können wir das verschieben. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich werde nicht schon wieder im Gästezimmer schlafen. Kann ich auch. Ist mir ja egal. Wunderbar. Gut, dann hole ich noch meine Sachen aus dem Schlafzimmer. Die ist doch schon im Hotel. Hm. Die hat gesagt, er hat heute so viel zu tun. Ja, wir sind komplett ausgebucht. Wer möchte denn noch Kaffee? Hm? Ja, gern. Oh ja. Ja, nicht so stürmisch, wir haben ja noch genug. Dankeschön. Marie. Na? Möchtest du Kaffee? Hm? Setz dich doch. Ja, Madame. Schlecht geschlafen. Danke. Wenig vor allen Dingen, oder? Du bist ja ziemlich spät heimgekommen heute Nacht. Ja, ich muss noch was erledigen im Hotel. Ach so, ja, Emma hat irgendwas erzählt wegen der Besprechung, wegen dieser japanischen Reisegruppe oder so, ne? Was denn für eine japanische Reisegruppe? Da muss sie was falsch verstanden haben. Ja, ich
Ich muss auch mal wieder los, wir haben das Restaurant heute knallvoll. Hallo, ja, warte dann. Ich komm mit. Du, ich hab's wirklich eilig. Wir sehen uns in der Mittagspause. Wenn ich das schaffe. Wie sieht es denn hier aus? Dabei war das Zimmer letzte Nacht gar nicht belegt. Die Gäste kommen doch erst heute. Wie kommt die denn hierher? Dann beehren Sie uns hoffentlich bald wieder und kommen Sie gut zurück. Aber sehr gerne. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo. Was ist das denn für ein Geschoss? Ich mache gerade eine Probefahrt. Steht mir, oder? Ich finde, der Wagen passt zu mir. Wie? Den möchte ich, den und keinen anderen. Rosalie, weißt du, was sowas kostet? Oh. Du meinst, er könnte teuer sein? Okay, was soll das? Über den Preis habe ich noch gar nicht nachgedacht. Weißt du, ich bin ja total lebensuntüchtig und habe nicht den blassesten Schimmer vom Umgang mit Geld. Daher weht der Wind, okay. Hör zu, wenn du unbedingt ein Auto brauchst, dann lass uns in Ruhe darüber reden, ja? Damit du wieder Nein sagst. Nie darf ich mir einen Wunsch erfüllen, ich bin's langsam leid. So, ich mache jetzt noch eine Runde und du gehst am besten hinein und erzählst allen, dass die böse Rosalie dich ruiniert. Das. Kein Grund, gleich vom Stuhl zu fallen. Ich habe mich nur ein bisschen erschreckt. Meine Oma hat immer gesagt, wer sich erschreckt, hat ein schlechtes Gewissen. Was ist denn das für eine schräge Theorie? Könnte doch richtig sein. Wie wär's mit, wer sich erschreckt, hat einfach nur schlecht geschlafen? Oder hat Angst, dass ihr Freund reinkommt? Du hast nur das letzte Mal mit Xaver gesprochen. Ich habe ihn vorhin nur kurz beim Frühstück gesehen. Ach, kann ich mir denken. Du musstest wahrscheinlich ziemlich schnell weg. Was meinst du denn jetzt? Na, du musstest in den Fürstenhof, um dich hier zu suchen. Meine Kette. Rat mal, wo ich die gefunden habe. Ich weiß es nicht. Marie, in einem unbelegten Gästezimmer, wo die Betten total zerwühlt waren. Keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Ich kann mir das schon denken.